Berlins. Heute möchte ich mal ein Ernährungsvideo euch zeigen, weil ich ganz viele Fragen von euch bekommen habe, ob ich mich mal wieder was zeigen könnte rund ums Thema Paleo-Ernährung. Ich weiß, ich habe jetzt viele Sportvideos hochgeladen in letzter Zeit, habe auch immer sehr, sehr fleißig trainiert. Und jetzt ist es wieder an der Zeit, dass wir mal uns gut ernähren. Das heißt mal, solltet ihr natürlich immer machen. Und ich habe ein neues Rezept gefunden in einem Paleo-Buch. Paleo Power for Life kann ich nur empfehlen. Und da gibt es so ein kleines Rezept. Es ist eher so eine Art Snack. Meistens, wenn ich vom Training komme, habe ich noch eine lange Fahrzeit nach Hause und habe eigentlich schon mega Hunger. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Und würde dann eigentlich gerne schon was essen auf dem Weg, vielleicht in der S-Bahn oder im Bus oder auf dem Fahrrad. Aber habe meistens dann noch so viel Geduld, dass ich sage, ich komme erstmal nach Hause und koche mir dann wirklich noch was Leckeres, Gesundes. Aber manchmal ist es wirklich schon so an der Grenze, wo ich kurz vorm Verhungern bin. Nein, natürlich nicht, aber es wäre halt cool, wenn man dann irgendwie was snacken könnte, was auch gesund ist. Weil in der heutigen Zeit ist es echt schwer, irgendwo auf der Straße was Gesundes zu finden, wenn es jetzt nicht gerade ein Obstbecher ist oder, ja, ihr wisst, was ich meine, beim Bäcker gibt es meistens immer nur Schrott. Dönerladen ist auch nicht so die richtig gute Alternative. Aber hier und heute zeige ich euch, was ich gemacht habe. Und zwar sieht das so aus. Vielleicht kann man das erkennen oder auch nicht. Was ist das? Was denkt ihr? Es ist auf jeden Fall ein Körnermix. Und zwar ist da drin 50 Gramm Kokoschips, 100 Gramm Sonnenblumenkerne, 100 Gramm Kürbiskerne, dann sind hier 50 Gramm Mandelsplitter noch drin, getrocknete Cranberries, die sind sehr gesund, 50 Gramm, und 2 Teelöffel Zimt, damit das Ganze so eine gute süße Note bekommt. Das Ganze habe ich ohne die Cranberries erstmal auf die Herdplatte gelegt und so ein bisschen goldbraun anbraten lassen. Und zum Schluss, wenn die Masse kalt wird, habe ich die Cranberries noch dazugegeben. Das Ganze dauert auf der Herdplatte nur so 2 bis 3 Minuten. Einfach ein bisschen goldbraun lassen bei mittelstarker Hitze. Und dann könnt ihr das Ganze abkühlen lassen und euch dann entweder irgendwie in eine Dose füllen oder in einen Plastikbeutel und immer mitnehmen für unterwegs. Ich habe gerade auch schon mal gekostet. Und das schmeckt wirklich lecker. Es ist süß. Durch die Cranberries und die Mandeln und die Kokossplitter. Und ist wirklich auch so ein bisschen knackig, dadurch, dass es goldbraun angebraten ist. Ist eine super tolle Alternative, um einfach ja, zu snacken, gesund zu snacken und sich Zeit zu vertreiben, bis man eine große Mahlzeit hat, wie gesagt, zum Abendbrotessen oder vorm Mittag, wenn man einfach irgendwie noch eine Stunde Zeit hat, bis man sich was kochen kann. Ich kann es wirklich nur empfehlen, kriegt von mir einen Daumen hoch. Super einfach auch nachzumachen. Ihr braucht nur 3 bis 4 Minuten, wenn ihr die Zutaten zu Hause habt. Ich hoffe, ihr werdet es nachmachen. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, ob es euch auch so gut schmeckt wie mir. Ansonsten, was gibt es noch von mir Neues? Ich habe einen neuen Schal bekommen von meiner Freundin. Wo ist er? Hier zum Winter hin. Von Madaya hat sie mir selbst angefertigt und der ist diesmal aus einem etwas dickeren Stoff. Ihr könnt euch das Muster immer von ihr gerne selber auch anfertigen lassen oder ihr sagen, was ihr für ein Muster haben wollt. Und das ist so eine Art Loopschal. Den tut ihr euch einfach nur über den Hals werfen und seid dann wirklich schon bestens für den Winter versorgt. Ist super kuschelig. Gerade für den Winter richtig gut und ich meine, es peppt auch schön jedes Outfit auch nochmal auf. Wenn man jetzt irgendwie kein schönes Oberteil gerade anhat oder nur ein einfaches T-Shirt, macht man sich den Loopschal einfach hier rüber und es sieht auch irgendwie angezogen gleich aus und wärmt wirklich schön. Es ist ein ganz tolles Material, ganz, ganz weich, angenehm zu tragen. Und sie macht es euch auch oder kann es euch anfertigen in dem Stoff und in der Farbe, in der ihr es gerne haben möchtet. Es sind dann alles Unikate. Und ich finde es einfach schön für den Winter. Wenn du auch Interesse an so einem Loopschal hast, ich verlinke dir mal die Adresse von ihr in der Infobox unten. Ja, das war es eigentlich erstmal von mir. Wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt fit, werdet fit und ernährt euch immer gut. Das ist die Hauptsache. Wir sehen uns. Ciao!